zu Gast und außerdem hat der Wind eingemeißelt. Wir begrüßen Philipp und einen Neubach. Danke dir! Und wenn dann noch ein Vater spürt, dass sein Sohn erwachsen wird, dann ist für ihn ganz klar bewiesen, jetzt ist er da, die Mitleidbriefe. Als ich letztens in der Nacht durch Schweiß gebadet aufgewacht, durch einen Schmerz im linken Knie, ein Schreck durchzuckt mich wie noch nie. Gicht, Gicht, wo ich doch im letzten Jahr grad mal 58 war. Und der Gedanke stellt sich ein, das kann's doch nicht gewesen sein. So stelle ich mir am nächsten Tage vom Spiegelbild die schwere Frage, ob jetzt der Punkt gekommen sei, da meine schönste Zeit vorbei, werde ich jetzt was Furchtbares erfahren, komm ich in die Wechseljahren und ich versuch mit Hück und List zu retten, was zu retten ist. Am nächsten Tag hatte ich zwei Wege. Erst zum Friseur, dann Apotheke. Mein Friseur, den da hat sie schocken. Jerusalem. Katze Haar mit kleiner Locke hätte ich gern, auch wenn er lacht, weil das 10 Jahre jünger war. Ich nun bin, glaub ich zur Apotheke hin und kauf Bio-Vital nach Geschmack 500 Stück im Klinikpack. Und als ich dann zu Hause gewesen, da konnte ich auf der Packung lesen, Bio-Vital macht dich wieder jung. Hilft dir bei jedem Seidensprung, dreht garantiert pro 100 Stück die Lebensuhr 11 Jahre zurück. Da schaut mein Frau mich an und lacht. Und dann hat sie liebevoll gesagt, mein Schatz, das kannst du grad vergessen. Und du die Schachtel aufgefressen, da fahr ich dich, da bist du platt, durch mit dem Kinderware durch die Stadt. Kleidung für Junge kostet Geld, ich trag nur Boss und Lagerfell. Denn für das Feinste, das ist klar, verjüngt ein Mensch um 20 Jahre. Mit Motorrad fahr ich dann los, roter Stützhelm, der Hose. Und in der Disco ruft mir Heide, der Weckerchen, der Easy Rider. Jetzt ist mir Folgendes passiert. Ich habe unseren bösen Anzeiger mal studiert und dort stand dick in großen Lettern, wer will sich von der Brücke sprechen. Beim Sport, wie ihn ein jeder kennt und den man Bungee-Jumping nennt, bei diesem Spiel, ich sag's euch knapp, hängt's Leben stark vom Gummi ab. Okay.
ganze heute Morgen probieren. Den Spaß will ich mich nicht verweigern, der wird mein Selbstbewusstsein steigern. Also folgte die Tat der Idee, ein Viadukt hoch überm See, 180 Meter tief. Ich höre noch, wie mich einer rief und schaut mich an und fragt mich wer. Ich runde um mit Kleidung mehr. Aus Eitelkeit kann ich heute sagen, hab ich glatt 10 Kilo unerspart. Hab nicht gewusst, dass alleweil das Gewicht bestimmt die Länge vom Seil und dass man mit dem Seil dem Langen wird kurz vom Wasser abgefangen. Ich springe wie ein junger Spund. Jetzt rächte sich die 20 Pfund. Wo sonst zu Ende ist das Spiel, waren 5 Meter Seil zu spielen. Ich kann. Ich knall aus Wasser wie ein Stein, so setzt vom Land der Beifall ein. Und vom anderen Ufer ruft der Kind, Mama, guck, der Flipper kommt. Wovon ich viele Jahre geträumt, als Bub hab ich das glatt versäumt. Und auch als Mann in jungen Jahren wollte ich so gern mal darauf fahren. Ich glaub, ihr wisst schon, was ich meine. Ein paar Rollerblades mehr die Beine hab ich gekauft, ganz sonnenklar, das Schnellste, was zu finden war. Ich such mir aus in Bergbehemd. Gefälle ca. 12%. Und dann kam's, wie es kommen muss. Gerade als ich wunde, war in Schuss. Denn meine Körper sind nur gefunkel. Steinchen und dann wird's doch dunkel. Am nächsten Tag, da konnte man in der Zeitung lesen, Eidor Fröff gewesen. Und somit war, wie ich halt bin, mein Freud, ihr Leid, total dahin. Nur einer, der hat wirklich Spaß, mein Zahnarzt aus der Bahnhof. Er baute mir mit List und Tücke recht hinten eine goldene Brücke. Und wie er mir mit gutem Herz verschreibt ein Mittel für den Schmerz, versetzte mir der junge Bock, glaubt mir's ihr Leid, ein Riesenbock. Wie er mit dem Rezept gefischelt und hat ganz süffisant gelächelt, reicht er mich hin und seht dabei, für Dolle ist das heute gebührenfrei. Natürlich war nicht dran zu denken, Disco dürfte ich mir nicht schenken. Ich sah es hier, da ging es rund, ich springe wie so ein junger Spund, verrenkt mein Knochen wie ein Depp, beim Lambada und auch beim Rap. Doch wird mein Mütchen schnell gekühlt, als die Musik Techno spielt. Der Tanz ist schlichtweg partnerlos. Juckpulver in die Unterhose. Ein Liter Essig wirklich sauer. Den trinkst du und dann kriegst du Power. Wer guckt so blöd, wie mir nur gucken kann, bewegt sich wie so ein Hampelmann. Das hab ich damals in der Nacht fast 2 Stunden lang gemacht. Und dann war's aus, es ging nichts mehr. Von Ferne kam blaulich her. Die brachten mich tatütata zur Klinikbüchern mit Tara. 2 Ärzte, 2 Schwestern und 4 Sanitäter. Die melden Erfolg aber erst
14 Stunden später. Der Teufel beim Verbogen total verzottelt. Die Arme und Beine sind wieder entknüppelt. Was und das Rezept, und es schrieb noch ein Doktor aus Disco, der Kerl ist so alt. Nie wieder Disco. Nach all den Wochen, ich gestehe, hab ich mein Fehler eingesehen. Man kann sein Alter nicht vertuschen, dem Herrgott nicht ins Handwerk pfuschen, und die Erkenntnis fiel nicht schwer. Du bist kein Junge, Spitze mehr. Drum hab ich diese Jungs ein Faseln grad letzte Woche dann abgeblasen. Mein Scheitel trag ich wieder quer und geh auch in kein Disco mehr. Hol mir beim Waldlauf keinen Wolf, verkauf mein Porsche und ein paar Golf. Mein Rennrad, da steht wie zum Hohn, die Pelle für unseren Sohn. Kurzum, ich sag's euch hier im Saal, ich bin jetzt wieder ganz normal. Wissenschaftler weiß es, dass des Mannes Midlife-Kreis ist, die um die 55 kommt gewiss, mit 60 dann zu Ende ist. Ich gehe jetzt auf die 60 zu, drum hab ich Gott sei Dank bald Ruhe. Die Ruhe vor dem Sturm, denn dann fängt mein zweiter Frühling an. Und damit ist für mich bewiesen, ein Mann wird alt, trotz Midlife-Krise. Doch nur in einer Jahreszeit, da werde ich wieder jung geläut. Und zwar zur fünften, wie gesagt, ich mein die Goldig-Assenheit. Die lasse ich mir nicht vermiesen, denn die kennt keine Midlife-Krise. Nur sie vertreibt des Alltags Grauen. Ache, macht's gut, bis nächstes Jahr. Hello!